Ja, moin moin Leute, hier ist der Fuhmann und ich begrüße euch zu einem neuen Projekt und zwar Shadow of the Tomb Raider. Letzten beiden Teile des Reboots mit Begeisterung gespielt und ich hege keinen Zweifel, dass dieser Teil genauso gut wird. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ja, bla bla, akzeptieren. Hohe Framerate, hohe Auflösung. Die Anwendigkeit. Das hätte ich auch mal vormachen können, wa? Das sieht aber alles gut aus. Ne? Als sie Leeras vorige Abenteuer gespielt haben, haben sie ihr alten Outfits freigeschaltet. Sehr schön. Das ist ja nett. So, neues Spiel starten, würde ich sagen. Ab geht die wilde Fahrt. Schwierigkeit. Gesamtschwierigkeit. Initialisation. Alter, der Jaguar sieht ja geil aus. Initiationsritus. Eins mit dem Dschungel. Tödliche Obsession. Ja, wir nehmen das normal einfach. Kampfschwierigkeit. Normal, 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 normal. Auf geht's. Ich bin so gespannt. Nix gesehen von dem Spiel. Nur, dass es um irgendein Dolch gehen soll. Es gibt erstmal Story bestimmt, oder? Bla bla bla. Willkommen bei Shadow of the Tomb Raider. Okay. Jonah, hörst du mich? Verdammt. Hm.
Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Gut, beeil dich. Okay. Mal rauskrabbeln hier. Die Grafik ist jetzt schon mal sehr geil. Bein werden wir eben ein bisschen abgetaped, passt schon. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen. Und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Dominguez. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Okay. Da lacht das Archäologenherz. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm.
Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Wer verwischt hier seine Spuren? Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Nein, das kommt! Komm jetzt! Los, los! Schnell! Komm schon! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Migo. Ist er? Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum Rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus, aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir?
Karte ansehen. Ja, jetzt ist natürlich zum Anfang erstmal ordentlich viel Story, ne? Ah, okay. Okay. Das ist ein Stückchen. Das war die Höhle, wo wir eben waren. Das ist die Höhle, wo wir eben waren. Dann geht's hier weiter. Gracias, Jonah. Unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Sehr stimmig, die ganze Geschichte hier. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Bin ich hier einfach ran? Verschiedenen Behälter nach gewöhnlichen Ressourcen. Lecker Steak. Du hast Eindruck auf die Einheimischen gemacht. Es gefällt mir hier. Nette Menschen. Jonah, er ist am Tor. Ich sehe ihn. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder? Wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Verzeihung. Geil. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er. Schämen wir uns mal ganz unauffällig hier hin. Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Verzeihung. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, du hast recht. Oh. Mein Fehler. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg.
Immer schön vorsichtig. Doktor, son muchos esos hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Safety first, da hat der gute Doktor recht. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Ja, das ist ja auch gemütlich hier. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Ja, wohl ein bisschen zu viel Tequila. Ah! Lo siento! Keine Sorge. Lauf, spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Jetzt wird gekrochen. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. So, dann schauen wir mal. Ansatzziel werden bei Überlebensinstinkt hervorgehoben. Drücken Sie R3 um Überlebensinstinkt. Ah, alles klar. Naja, genau die Geschichte war das. Ich erinnere. Vorbei mit Maskerade. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Fasziniert. Es ist deine Schuld. Ab durchs Rohr. Komm schon. Mach endlich. Letzte Worte. Warte, ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Halten Sie R2, um geräuschlose Pfeile zu schießen. Halten Sie R2, um Schuss aufzuladen. Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Operation Blackout, das hört sich ja sehr nett an. Ich bin nicht doch noch irgendwas ist. Hier zum Beispiel. Früchten wird zum Heim benutzt.
ist klar. Hier ist noch was zu. Bergungsgut. Bergungsgut. Jetzt sind die Bergungsgut um zerstörte. Was? Na egal, werden wir schon rausfinden. Das werden wir schon rausfinden. Ich kenne diese Figur. Das ist X'Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chak'Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chak'Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Ja, das heißt klettern, glaube ich. Ich muss da runter. Okay, das müsste gehen. Alles klar. Das ist immer so geil, wenn hier ist Commander Rock. Sofort die Städte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Auch hier wieder mit dem Seil ablassen. Das ist ein bisschen hoch, oder? Oh. Oh oh. Jetzt darüber. Oh, ein bisschen Anlauf nehmen, glaube ich. Oh. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Und ab. Verdammt, ich muss mich beeilen. Wieder runterlassen. Dann muss ich hin. Wahrscheinlich ja, oder? Kann ich nicht ausschwingen? R2 und benutzen sie L und Schwung. Ah, siehst du, geht doch. Und ab. Was ist das? Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Dickröhling. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser.
Rattenbar. So. Also was zum Kaputt machen. Mit dem Seil ziehen. Ziehen Sie L2 und schießen Sie. Ach so, das ist das, ja genau. Alles klar. Das hätte ich kommen sehen müssen. Oh oh. Ach so, die hätte ich eben mit Dreieck entschärfen können. Da war ich nicht klug genug wahrscheinlich. Das da oben. Flüten in der Dunkelheit. Auf 5 Todesflügel schießen. Was ist das hier? Und tauchen. Da liegt noch was. Da liegt noch was. Da ist auch noch was. Oben ist auch noch irgendwas. Wie komme ich da hoch? War das? Hier scheint es hoch zu gehen. Fehlende Ausrüstung. Ja, da kommen wir denn nachher erst rein. Aber hier oben war noch was. Da oben ist eine Stange, an die wir springen können. So, jetzt heißt es tauchen. Macht sie eigentlich noch einen Körper, wie ganz früher immer? Nee. Jetzt ist Wasser springen. Ach, hier ist noch so eine Flüte. Hier geht's auch noch irgendwo hin. Gleich alles, was wir machen. Oder? Da ist eine Kiste, oder was ist das? Nö, nichts drin. Nehmen Luft holen und dann geht das da runter. Ist hier nur irgendwas? Ist noch ein Seetang. Oh, eine Moräne. Machen die hier Horror-Effekte rein, das gefällt mir ja gar nicht. Schwimmen, Mädel, schwimmen.
Achso, das ist nur das Luftholenzeichen. Alles klar. Ich dachte, da gibt es irgendwas zu holen. Boah, Alter! Ich hasse es, ey. Na klar. So. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Das Seepferdchen haben wir jetzt gemacht. Ein Punkt, ein Skillpunkt dazu. Naja, wird uns sicherlich noch erklärt. Das ist ja auch, glaube ich, eher erstmal der Anfang. Fehlende Ausrüstung. Na, guck, ob hier überall noch irgendwo diese Flöten, die man da ist, zum Beispiel sind da drin. 3 von 5. So. Oh. Ja, der alte Mann hat nicht mehr so eine gute Reaktion. Und das kann man doch jetzt bestimmt auch. So. Hätten wir das auch. Also auf Seilach. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Wie ich immer. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Wie immer. So. Ich glaube, das war's für die erste Folge. Ich verabschiede mich von euch und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal weiter ein. Wieder ein. Und ja, über Like oder ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Fu.